Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Ja, wir sind jetzt im Cityland und ich würde mich erstmal stilecht anziehen. Schauen wir mal. Ich denke mal, der Bauarbeiter dürfte, na, der Richtige sein. Unser Super Mario Maker Mario. So, das hier. Klasse. So schaut's aus, so ist es gewollt und so möchten wir Mario im Cityland sehen. Lassen wir uns mal überraschen, was uns hier so erwartet. So. Den Cube, den habe ich schon aktiviert. Das heißt, wir haben hier noch einiges an Monde zu holen. So. Zup. So. Klasse. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier ist schon mal einer. Den graben wir uns schon mal. Geheimer Trägertunnel. So, den haben wir schon mal einkassiert. Und los geht's. Jo, schon sind wir da. Und schon machen wir einen kleinen Ausblick. Und zwar suchen wir nicht unbedingt ein Taxi. Nein, nein, das sind alles Taxen. Das suchen wir. Genau das. Dann haben wir den nämlich schon mal erledigt. Du bist unser. Bam, bam, bam. Dam, 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 dam. Sehr gut. Dann haben wir den nämlich schon mal am Start. Die Things über der City. Und hier haben wir schon mal einen Samen gepflanzt. Zack. Und den nehmen wir direkt mit. So, den haben wir im Säckel. Und hier habe ich schon einen Toad gesehen. Hey du! Bin mal hier, mal dort auf Reisen und auf der Suche nach allen Arten von Musik. Vielleicht kannst du mir helfen. Suche Musik, die zu einem bestimmten Thema passt. Dieses Thema heißt... Moment! Dreh den winzigen Motor auf. Wenn du das haben solltest, würde ich es mir gerne mal anhören. Okay, irgendwas mit... Mit Motorroller. Muss mal schauen, wir haben ja noch gar nicht alles. Vielleicht RC-Auto. Ja, das ist sie. Das ist die Musik, die ich hören wollte. Danke hier für dich. Geilo. Herr mit dem Mond. Oh yeah, Jam Session im Cityland. Du kannst jederzeit eine Übersicht der Musik anzeigen lassen. Öffne einfach die Karte mit Minus und Druck Y. Also macht noch viel Spaß, wenn man dabei seine liebste Musik anhört. Gut, aber wir möchten die Mucke jetzt nicht hören, denn wir möchten ja die Cityland-Mucke hören. So, zum Thema Seilspringen. Ich habe es auf Screen geschafft. Ich werde es euch auch direkt jetzt einblenden. So, habt das gesehen? Ich habe es geschafft. Ich würde es jetzt direkt nochmal probieren. Will ich es nochmal probieren? Das war jetzt nichts. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal schaffe. Oh je. Wir probieren es halt ein, zwei Mal und dann ist gut. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, dass ich es geschafft habe. Okay. Ach kommt, 48. Alles ist gut. So. Ich habe es ja geschafft. Ich muss es nicht nochmal schaffen. So, die Buchstaben hier, die werden wir mal... Finde ich mal obernice.
Schwupsi. Na, wo ist das I? Da ist es. Re. Und oh, komm schon. Wunderbar. Und was gibt's dafür? Ein Mond. Schöne Sache das, oder? Ja, mit dem Ding. Gut. Haben wir's? Das muss ich direkt nochmal gucken. Ah, Seeauto. Das ist die Musikliste, die wollen wir nicht. Soll ich die nächste? Nein. Mondliste ist schon mal gut. Mondliste ist schon mal gut. RC-Car-Profi. Okay. Auch heilig am Gucken. 16.12. Verstehe. Hier seht ihr, Seilspringtalent. Am 19.01. habe ich es gemacht. So, alles klar. So, schauen wir mal, ob es hier nicht noch. Ich weiß gar nicht, RC-Auto-Profi. Ich glaube, wir müssen jetzt unter 25 Sekunden oder so bleiben, ne? Wir probieren's. So, wie war das nochmal? So. Und. Ah, bin schon zu oft hängen geblieben, glaube ich. Knapp. Ich glaube, wir müssen unter 25 Sekunden bleiben, damit wir hier einen weiteren Mond bekommen. Nö. Den haben wir. War das jetzt der zweite? Müssen wir unter 26 Sekunden bleiben? Lass mal schauen. Wenn der jetzt hier im RC Auto Champion. Gut, dann ist das Autoding jetzt auch erledigt. Auf Anhieb. Oh yeah. So kann es sein, so darf es sein, so muss es sein. So. Jetzt müssten wir da... Ja. Jups, den nehmen wir mal mit. So, komm schon. Nein. Das wird waghalsig. Es ist irre, was ich hier vorhabe, aber wir haben es geschafft. Schweineknapp, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, mit der Doofen ist Gott, ne? Mit den Doofen. So, wunderschön. So kann es immer funktionieren. So, ich habe mich wirklich schon in den Untergrund fliegen sehen. Die haben wir schon. So, ran, auf, auf. Auf, auf und davon. Na, 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 na. So, das hier. Chabona, den haben wir schon. Den möchten wir gar nicht. So, was ist hier? Das haben wir auch schon. Die haben wir schon, die haben wir schon. Schaut ja soweit schon mal ganz gut aus. Da hinten ist ein Mond, da ist noch ein Checkpoint. Alles klar. Da ist eine Menschenmasse. Was gibt's da? Nein, wie nice. Super Mario Bros. Ist allererste Mario-Spiel auf dem NES. Geile Idee, geile Idee. Geilste ever. Hammer. Ach, es ist schön. Finde ich schön.
dass sie das eingebaut haben. Dun, dun, dun. Würde mich mal was interessieren. Jo, alles klar, geilo. Normalerweise wäre ja da ein Leben. Und hier haben wir den Geheimraum unter der großen Leinwand. Schickimicki. Dum, bam, dum. Dum, 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 dum. So. Und da oben haben wir ein Mondstückchen. Oh. Machen wir das wieder kaputt hier, ne? Aber wir haben es geschafft. So. Ich hoffe nicht, dass ich eins verpasst habe. Wir werden sehen. Da ist noch einer. Jetzt bin ich ja gespannt. Haben wir noch ein Mondstück verpasst oder nicht? Hier ist noch eins. Und ich hoffe, dass man hier auch weitergehen kann. Dass es hier mehr Level gibt, aber ich glaube ja nicht. Okay, das war nix. So. Wir sind mehr Schwung, Mario. Dankeschön. Damit hammern und die Menge jubelt. Okay, schade. Ja, damit. Fantastico. So, dann schauen wir direkt mal weiter, ne? Was haben wir denn hier noch am Start? Hm? Moment, haben nur Bauinspektoren Zutritt. Ach, ich sehe an deiner Kleidung, dass du der Bauinspektor bist, auf den ich schon so die ganze Zeit warte. Ah, stimmt. Ich glaube, hier haben wir nämlich, nicht alles geholt. Wo bin ich denn gerade? Wir gucken uns... Nee. Jetzt, es befindet sich hier wenigstens ein Mond. So, jetzt aber, komm. So, dann schauen wir uns doch mal um. Da hinten, da oben lang. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt... Wir gehen jetzt mal hier lang. So, hier ist ein leerer Mülleimer. Alles klar. Schön zu wissen. Recycling wird wohl ganz groß geschrieben in New Donk City. Sups. So. Ihr verpieselt euch mal. Dankeschön. Okay. Hier gibt es jetzt den Weg. Wir haben wieder einen Weg verpasst. Wir haben uns wieder verdüdelt. Moment. Ist doch was. Da ist er. Gut. Arbeiten an den Stromleitungen. Gut, mehr brauchen wir hier auch nicht. Dann können wir uns jetzt getrost verpieseln. Gehen wir mal wieder hier. Okidoki, so. Ja. Oh, hallo mein Freund. Ich sag dir. Du bist nicht von hier, das kann das sein. Das ist nämlich der erste überhaupt, der sich neben mich sitzt. Diese Stadt ist ganz schön einsam. Danke für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Wow. Na, das machen wir doch gerne. Bankfreundschaft. Nice. Danke, Kumpel. Cool. So, haben wir das nämlich auch. Wollen wir hier mal reinschnalzen? So, wie schaut's denn hier aus, Cappy? Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich wette, es befindet sich hier wenigstens noch ein Mond. Ja, ich kann mir auch schon vorstellen,
Wo? Dann lass uns erstmal klettern. Ach, ich weiß noch, wo ich mich angestellt habe, wie der letzte Deppal. So. Hiermit. Schön daneben geflogen, ne? Das kommt davon, wenn man es zu eilig hat. Nicer Abgang. Nicer Abgang. Dun, dun. So. So, jetzt aber. Da ist er. Damit haben wir den Mond auch gefunden. So, schaut's aus. Waren hier noch irgendwelche Münzen? Naja, das sieht gut aus. Dann können wir uns hier wieder verpieseln. Mal schauen. Hier ist gut. Da ist ein X mitten in der Mitte. Pauline! Ich habe auf dich gewartet, Mario. Wir haben so einiges über deine Heldentaten im Mondland gehört. Du hast es ganz schön weit gebracht, seitdem wir uns kennengelernt haben. Möchtest du vielleicht etwas mehr über mich erfahren? Vielleicht hast du ja Lust auf ein kleines Quiz? Na gut. Dann kann es ja losgehen. Frage. Welche Art von Musik mag ich am liebsten? Jazz. Richtig. Ich mag Musik am liebsten, die alles zusammenbringt und die zum Tanzen animiert. Das ist das Allergrößte für mich. Dann mal los. Frage. Was ist das Liebste, was ich besitze? Handtasche. Nee, okay. Meine Handtasche, die habe ich leider vor langer Zeit verloren. Okay. Dann küssen wir nochmal. Ich möchte eine ehrliche Antwort. Wie mache ich mich in der Rolle der Bürgermeisterin der Stadt? Fantastisch. Oh, vielen lieben Dank. Glaub mir, ich arbeite hart an mir, damit ich die beste Bürgermeisterin für diese City sein kann. Dann mal los. Frage. Was unternehme ich an meinen freien Tagen? Ich denke mal singen. Richtig. Ich bereite mich immer gut vor, damit ich fit für das nächste Festival bin. Dann mal los. Frage. Was finde ich nicht so gut? Reparieren? Okay. Richtig. Maschinen und ich, das ist keine sonderlich gute Kombination. Dann mal los. Frage. Welches Land würde ich derzeit am liebsten bereisen? Küstenland. Nicht? Vor nicht allzu langer Zeit bin ich gerade dort gewesen, darum suche ich mir für die nächste Reise ein anderes Ziel aus. Oh, schade. Ich kenne bestimmt einen Mond. Dann wollen wir mal weiter quizzen. Was mag ich von den folgenden Dingen am liebsten? Ich würde sagen... Blumen. Nee. Dann bestimmt Kuchen. Hat doch gerade gesagt, sie will irgendwas Süßeres als Blumen. Jetzt will ich hier klar. Genau, versuchen wir es. Dann mal los. Frage. Was habe ich für ein Hobby? Hast du Autos? Maschine und ich, okay. Naja gut, das muss man erstmal austesten, ne? Was gibt's bei mir heute zum Abendessen? Blumeneintopf. Ich sag mal... Blattsalat. Also doch die Pilze. Ah, wir kriegen das schon hin. Welches der folgenden Tiere hat mit meiner Vergangenheit zu tun? Gorilla. Klar, danke, Kahn. Richtig, wurde eins von einem Gorilla entführt. Ich war völlig traumatisiert, aber jetzt ist es eher eine blasse Erinnerung. Dann mal los, Frage. Was ist das Liebste, was ich besitze? Dein Hut. Okay. Ja, und dieser Hut ist mein liebstes Stück. Welches Land würde ich derzeit am liebsten bereisen? Also Forstland, Maschinen. Küstenland auch nicht. Ich denke mal dein Wolkenland. Richtig, ich möchte so gerne mal endlose Wolkenfelder sehen. Dann mal los, Frage. Was unternehme ich an meinen freien Tagen? Na, singen üben. Hatten wir schon.
Richtig, ich bereite mich immer gut vor, damit ich fit für das nächste Festival bin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Es ist schön, sich mal wieder mit alten Freunden auszutauschen. Bin wohl etwas sentimental heute. Heute ist mein Geburtstag, weißt du? Egal wie alt ich bin, beim Gedanken an Geschenke bin ich immer noch so aufgeregt wie ein kleines Kind. Oh no? Nix krieg ich? Okay, dann müssen wir mal was anderes machen. Und zwar, da liegt eine Handtasche. Oh, das wäre da ein schönes Geschenk für die Bürgermeisterin. Wie geil. So. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Es ist schön, sich mal wieder mit alten Freunden auszutauschen. Bin wohl etwas sentimental. Heute ist mein Geburtstag, weißt du? Egal wie alt ich bin, beim Gedanken an Geschenke bin ich immer noch so aufgeregt wie ein kleines Kind. Was hast du da in der Hand? Ist das eine Handtasche? Sie ist wunderschön. Yes. Das ist ein Geschenk für mich? Wie schön. Du wusstest genau, was ich mir wünsche. Seit jenem furchtbaren Tag habe ich keine Handtasche mehr besessen. Bitte nimm das jetzt, Dankeschön. Yes, sir. Ein Mondi. Dolle Sache, ne? Dolle Sache. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ich würde sagen, der Part ist sowieso schon lang genug. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.